Gebrauchtes Kinderspielzeug solltest du nicht kaufen, wenn es wirklich alt ist oder aus sehr weichem Plastik. Wie zum Beispiel Puppen oder Wasserbälle. Speichere dir gerne das Video, weil am Ende zeige ich dir nochmal zwei Plattformen, wo du schnell siehst, welche aktuellen Produkte zurückgerufen werden. Bis 2006 durften noch bestimmte Weichmacher in Produkten verwendet werden. Meine alten Barbies werde ich wohl also nicht an die Jungs weitergeben. Spielzeuge aus unbehandeltem Massivholz oder hartem Plastik sind eher unbedenklich, wobei auch eine Studie festgestellt hat, dass die Schwermetallwerte von roten und gelben Legosteinen vor 1980 zu hoch sind. Auch bei anderen gebrauchten Spielzeugen ist die Belastung teilweise höher, als die aktuellen Grenzwerte es zulassen. Dazu gibt es auch eine Studie. Worauf du beim Kauf achten kannst, erstens auf das CE-Zeichen. Das zeigt, dass gesetzliche Vorgaben erfüllt sind, kann aber der Händler einfach freiwillig drauf machen. Besser wäre das GS-Zeichen, weil da werden die Sachen unabhängig geprüft. Und das Spiegelzeichen zeigt zum Beispiel an, dass kein PVC enthalten ist. Stinken die Sachen direkt nach dem Auspacken unmenschlich, solltest du die auch nicht benutzen. Und den Barcode kannst du mit der Scan4Shem-App abscannen und dann einfach mal schnell mit dem Handy nachgucken. Wenn du keinen Barcode hast, kannst du ja manche Produkte auch finden. Wenn du sehen willst, welche aktuellen Spielzeuge zurückgerufen werden, weil sie zu hohe Schadstoffe enthalten oder irgendwas anderes, gibt es erstens die Rapex-Liste und zweitens die Lebensmittelwarnung. Die findest du auch hier und hier findest du aktuelle Fälle.